Jetzt kann ich mich um den Stream kümmern. Ich grüße jetzt jeden, der jetzt zuschaut. Ich habe mein Handy noch auf Lautstärke gehabt. Entschuldigung. So, jetzt nochmal. Ja, ich hoffe, jeder hat heute Spaß beim Zusehen. Ich muss mein Mikrofon leiser stellen, weil ich schon sehe, dass es übersteuert. So, ich hoffe, so läuft's. Wollen ja nicht, dass ich die ganze Zeit übersteuere. Ich kann ja mal gucken, ob ich den Filter vielleicht falsch eingestellt habe. Ich kann mit dem Pegel hier ein bisschen runtergehen. So, ich hoffe, jetzt läuft's besser. Warum wird mir hier die Schatzkarte hier noch angezeigt? Ich habe die auch letztes Mal gemacht, oder nicht? Oder kann ich die jetzt nochmal einsammeln? Nee, ist glaube ich einfach nur ein Anzeigefehler, oder? Also, wenn ich mir das jetzt hier nochmal einsacken kann, dann gerne. Schieße ich aber vorher die Quallen mal wieder weg. Ich gehe nur gucken. Ach, Kacke, da habe ich die Quallen vergessen. Na gut, von da oben hätte ich die auch nicht so gut abschießen können. Irgendwas beißt mich. So. Jetzt einfach gucken, wenn ich es mir nochmal holen kann, dann gönne ich mir den 1000, die mir dann geschenkt werden. Sag ich doch nicht nein. Weil ich weiß, dass ich das Safe eingesammelt habe. Ich weiß ja, wie ich mit den Quallen umgehen muss. Einfach drauf schießen, dann hat man ein Problem weniger. Ich weiß auch, wo ich lang muss. Die Höhle ist riesig. Ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich einfach nochmal 1000 Pesos geschenkt kriege. Warum auch immer. In welche Richtung wollte ich nochmal tauchen? Kann ich die eigentlich auch... ich sollte gar nicht probieren, ob ich die mit dem Messer erwischen kann, ne? Weil da macht man... Und das muss ja nicht sein, ne? Einmal nach oben. Dann einmal Quallen erschießen. Mit der Munition brauche ich jetzt nicht sparsam sein, weil ich porte mich danach eh direkt in irgendein Lager. Ist halt einfach nur sicherheitshalber Quallen umnieten. Ich meine von hier aus nach rechts. Wie gesagt, ich gehe jetzt nur kurz gucken. Das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und... Wenn ich das jetzt geschenkt kriege, dann kriege ich Geld geschenkt. Ist nichts, worüber man sich beschwert. Hätte ich das gewusst, hätte ich das eben noch offscreen gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Ich krieg das halt echt nochmal geschenkt. Das muss La Princesa sein. Gib ola, eure Hoheit. Ich habe jetzt nochmal 300 geschenkt bekommen. Und einen Rangaufstieg bekommen. Jetzt kann ich neue Waffen kaufen. Darunter auch neue Supremos. Das ist wirklich nirgendwo etwas, wo man sich beschweren kann. Ach, warum teleportiere ich mich dahin? Ich will doch gucken, was ich jetzt neu kaufen kann. Warum übersteuert das bei mir die ganze Zeit? Warte, ich mach die Verstärkung vom Mikrofon nochmal ein bisschen geringer. So, ich hoffe, jetzt übersteuert das nicht mehr. Ist hier überhaupt ein Waffenladen? Nein. Dann einmal dahin bitte. Wo ich eigentlich hin wollte.
Es übersteuert immer noch. Es tut mir leid, wenn ich übersteuere. Ich gucke, dass ich das nach dem Stream jetzt geregelt kriege, weil wenn ich das nicht selber abhören kann, ist mir das zu frimmelig. Hey, hier drüben. Ja, gleich. Erstmal muss ich hier gucken. Ein bisschen Zeug hier kriegen. Ich habe ja ein paar Fische auch letztes Mal bekommen. Und aus Versehen so ein Mahuti umgebracht mit einem Pfeil. Ja, Gladiator, verfalle in Rage, steigere deine Geschwindigkeit und Gesundheit. Hier ist irgend so eine Musikwaffe. Die klingt schon interessant, wenn ich sie auch nur ansehe. Dafür brauche ich aber Uran, das habe ich nicht. Dafür müsste ich erst so ein Abwehrgeschütz angreifen. Wir wollten hier nach Larimira, oder wie das heißt. So, da muss ich hin. Ich hole mir einfach jetzt mein Superfahrzeug. Ich nehme jetzt nicht das da, weil ich das Gefühl habe, dass das direkt abgeballert wird. Mit dem hier kann ich wenigstens auch gut über den Boden langfahren. Und damit kommt man auch generell eigentlich schneller voran tatsächlich als das andere. Ach warte, der wollte mir noch Infos geben. Ja, du wolltest mit mir reden, jetzt red mit mir. Red mit mir oder ich schlag dich. Was weißt du? Hast du letzte Nacht die Keuwölfe hier gehört? Ihre Felle sind wertvoll. Schmecken tun sie auch nicht schlecht. Muchas gracias. Danke, er wollte mir, warte mal. Perodemonikas? Da will ich auf jeden Fall einmal hin. Weil das ist ein spezielles Tier. Dann kriege ich wieder so eine spezielle Kleidung. Die sich fürs Jagen mehr als perfekt eignet. Ich glaube, ich will wirklich erst in die Fluganlage zerstören, bevor ich da reingehe. Warte mal, ich mache mir hier den Punkt, dass ich weiß, da darf ich nicht mehr mit Fluggerät lang. Und dann gucke ich, ob ich nur abgeschossen werde, wenn ich in der Luft bin. Oder ob es tatsächlich einfach nur gilt, du hast ein Fluggerät, du wirst abgeschossen. Ich kann ja einfach direkt durch. Das ist das Schöne an so einem Fluggerät. Einen Moment. Das hat gerade Vorrang, weil von denen, die finde ich einfach nie. Bitte steig aus, ich will dich nicht abschießen. Ich muss gucken, dass ich nicht aus Versehen den Wagen treffe. Ist hier sonst noch einer? Ich darf nicht den Wagen treffen. Den findet man einfach so schlecht. Deswegen will ich den jetzt eben abliefern, wenn ich schon die Gelegenheit bekomme. Wo ist die nächste Autostation? Ah. Wenn man genau guckt, ist hier oben näher dran. Da kann ich mir auch einfach direkt mein Fahrzeug nochmal neu holen. Okay, da rein. Und ich darf nicht über die falschen Objekte fahren. Ganz vorsichtig. Lass den Hasen in Ruhe. Der ist gerade unwichtig. Du musst nur diesen Wagen sicher da drauf fahren. Jetzt registriere den Wagen. Hallo? Bin ich nicht richtig drauf gewesen? Ich weiß, dass man den abliefern kann. Zählt das? Okay, es zählt. Ich habe ihn abgeliefert. Jetzt kann ich ruhig den hier machen. Überprüft das Baseballfeld bei Vandera.
Sie immer Ihre Fahrzeuge. Verstehe. Das. Ja. Das Fahrzeug, was ich haben wollte, ist abgeliefert. Das war ich nicht. Hier sind zwei Kisten. Ich park das Gerät hier und sammle mir jetzt erstmal die Kisten. Und natürlich auch das Zeug, was hier rumsteht. Da ist eine leckere Kiste. Mit nur Sprühdose. Die Erwartung war hoch, die Enttäuschung groß. Das ist mein Leben in diesem Spiel. Metalltrucks finde ich auch sehr selten, ne? Dass ich mir halt so ein bisschen Metall gönnen kann. Ach, machen wir es einfach. Kaputt ist es. Die haben angehalten, weil hier was gesprengt wurde. Da ist eh ein Heli, den ich runterschießen will. Irgendwo. Außer er sieht mich natürlich komplett nicht. Raus da. Das nehme ich. War sehr nett. Hä? Irgendwo hier ist wieder... Oh, da ist nur der kleine Jericho. Ich dachte, da wäre jetzt hier so ein kleines Vieh zum Nüsschen geben. Schießen die mich ab. Der hat gerade gesagt, wenn ich starte, schießen die mich ab. Nicht getroffen. Vielleicht so? Volltreffer! So trifft man. Weg da. Aua, da ist ein Panzer. Und ich wurde hier überfahren. Jetzt ist aber mal gut. Raus da. Warum bin ich jetzt nicht draufgegangen? Der Wagen ist in die Luft geflogen. Apropos Wagen, ich brauche einen. Ich rufe mir gleich meinen, wenn jetzt hier keiner entlang kommt. Alles klar. Aber erstmal gönne ich mir alles. Nee, euer Wagen ist mir zu beschissen. Tschüss. Ich nehme zumindest euer Zeug. Ich brauche eine Karre. Wie gesagt, ich will erst das Flugteil kaputt machen. Was wollt ihr denn? Tschüss. Ich nehme gerne noch das Schrott mit. Oh, Metall. Ich will es nicht reparieren, ich will das Zeug mitnehmen. Metall kann ich immer gebrauchen. Jetzt ist aber auch mal gut hier. Meine Güte. Ich will schon längst weiterfahren. Danny, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Sie heißt Yami. Sie ist der Juan Cortez de Artus. Mit zwei von euch komme ich nicht klar. Oh, noch einer. da will ich hin. Alles andere kann ich erstmal ignorieren. Vor allen Dingen, wenn ich ja schon wieder sehe, da ist so eine Kryptogrammkiste. Ach, dann will ich sowieso kotzen. Okay, aus dem Auto raus.
gleich mal nachladen. Oh, lecker Metall. Die haben hier ekelhafte Kameras. Weg damit. Aber die Kiste, die hier unten sein soll, die können die mir gerne geben. Die nehme ich. Ach, deswegen ist das noch an. Ein Alarm. Weg damit. So, einmal nach oben. Wie gesagt, ich habe vor, die Flugabwehranlage hier erstmal zu schrotten. Gerne setze ich mich auch an die Kryptogrammkiste, muss ich aber wahrscheinlich hier durch das ganze Lager hindurch suchen. So, wo ist jetzt meine Kiste? Da. Eine Kiste. Mit einer Waffe drin. Eine SMG. Eine SMG nimmt man immer gern. Und hier ist natürlich auch Uran. Jetzt ganz vorsichtig. Das Ding kann ich ganz einfach mit dem Granatwerfer kaputt machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Bist du alleine? Leg sie um, Junge. Lenk ihn mal ab. Los, Hühnchen. Vielen Dank. Scheiße, Kehle. Moment. Hab dich gefunden. Ach, jetzt kann ich auch das vergessen. Ist hier sonst noch wer? Ich höre doch schon das Flugzeug. Und wer? Die haben ein Flugzeug gerade und ich nicht? Nee. Sehe ich nie ein. So, die eine Flugabwehranlage ist kaputt. Ist jetzt mal fertig? Ich will da gucken. Zwei FND-Depots. Und irgendwo hier soll einer sein. Tschüss. Jetzt ist hier keiner mehr. Jetzt nur noch das Uran und dann sind wir hier auch fertig. Danke sehr. Noch 50. Nein. Okay. Kryptogrammkiste ist da. Wie groß könnte der Bereich sein, den ich absuchen muss? So, wehe, du machst einen Abgang. Sollen mir die Pfeile sagen, wo ich die Krypto-Dinger finde? Etwa drüben beim Leuchtturm vielleicht. Naja, hey, wenigstens sagt es mir dann, wo ich es finde, ne? Diese Explosion geht nicht auf mein Konto, die zu hören war. Wir machen auch noch ein bisschen Story, Leute. Keine Sorge. Wieso bist du eigentlich an fast jedem Ort, wo ich bin? Wir haben Infos von einem Deserteur über einen Kontrollpunkt bekommen. Mach den Soldados klar, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Sehr nett von dir. Tschüss. Nicht wie weg hier. Oh. Ich wollte sie nur umbringen. Das Pferd will ich gar nicht. Aber so ging gerade irgendwie schneller. Ich halte auch schon nach den Krypto-Dingern, aber die sind wahrscheinlich alle beim Leuchtturm. Obwohl, nee, ich höre hier was. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, in der Richtung habe ich was gehört. Ich muss jetzt leider zuhören, also nicht wundern, wenn ich jetzt nicht rede.
Ah, nee, das ist nur die Kiste, die mir hier angezeigt wird. Okay. Ja. Das Zeug ist dann wahrscheinlich wirklich hinten beim Leuchtturm. Terrorista. Ich werde vom Strand aus da hoch gucken. Aber nett, wenn mir das Spiel mit diesem Pfeil wenigstens wirklich sagt, wo ich den Schmarrn finde. Weil der Pfeil zeigt hier nach links. Kann natürlich sein, auch da auf den Stein. Da gucke ich jetzt zuerst nach. Wenn ja, wird ein bisschen schwer da dran zu kommen. Dann muss ich wahrscheinlich mein Heli opfern. Ah, da unten ist, glaube ich, sogar tatsächlich eins. Da kann ich ruhig hinschwimmen. Ich gucke jetzt nur vom Heli aus, ob da noch ein zweites ist. Ist nicht. Ich parke den mal hier. Und schwimme dann jetzt eben kurz darüber. Könnt ihr mal kurz hier rüberkommen? Also wenn du schwimmst, ist das nicht gerade schlau. Ach komm, dann schwimme ich halt den kurzen Weg. Die beiden Teile sind eigentlich nie weit voneinander entfernt, also muss das zweite Objekt entweder hier auf den Stein oder oben beim Leuchtturm sein. Hier ist das von dem Huhn. Ich höre jetzt aber nicht, dass das zweite hier wäre. Und das zweite soll in der Richtung sein. Okay, dann... da ist ein Hai. Da ist ein stinkiger Hai. In solchen Momenten hätte ich lieber gern meinen Koko bei mir. Weil die greifen auch den Hai an. So, auf dem Fahrersitz. Wir suchen über den Heli. Ich hab da nichts gesehen. Ist bestimmt von einem Bösen der Heli, also schieße ich lieber ab. Jetzt schieß! Scheiße, mein Heli kackt auch ab. Und tschüss. Ist nicht weiter schlimm, ich habe den Supremo bereit. Dann muss ich hiermit suchen. Ist jetzt auch nicht so tragisch um den Heli. Okay, hier muss ich lang. Ich sollte halt wirklich mehr auf diese Pfeile achten. Die sagen einem, wo das Teil ist. Nach wie vor hier. Hier nach oben. Okay, dann lasse ich das jetzt hier. Ich habe eh vor, danach mich zu porten. Aber vorher hole ich den Heli runter. Okay, hier ist das zweite Teil. Das kam davon. Easy. Und her damit. Kryptogramm-Kiste. Ich muss echt mal mehr auf diese Pfeile achten. Krawallhandschuhe MK2. Der Nahkampfschaden wird erhöht. Ja toll, bringt mir nicht besonders viel. Aber ich habe die Handschuhe. Ich will da hoch. Ich muss auskundschaften. Kontrollpunkt. Ich muss aufpassen. Okay, da ist ein Scharfschütze.
ein ganz normaler Shooter. Den kann ich in Ruhe lassen. Da ist eine Kamera, das heißt, die müssen noch eine Alarmanlage haben. Also gucke ich, dass ich mich jetzt erstmal darüber schleiche. Verdammt, da war das Metall im Weg. Toll, kann man das als Verstärkung schon ansehen, bevor ich überhaupt irgendwas getan habe? Ich will jetzt nicht entdeckt werden. Ja, mach ich auch immer. Da vorne ist halt irgendwo der Alarm. Und den will ich ausschalten, ohne dass sie den aktivieren. Den schon mal weg. Den auch. Ich glaube, du bist der Letzte, oder? Nee, da ist noch einer. Der Alarm ist kugelsicher. Okay, den Alarm kann ich nicht mal kaputt schießen. Okay, ich mache erstmal den Alarm aus. Und davor... Irgendwo ist noch ein Dude, aber ich mache erstmal das da kaputt. Dass sie bloß keinen Alarm aktivieren. Hier sind schon genug von euch. Warum brennt's? Warum brennt der? Ich habe nichts getan. Irgendwo muss noch einer sein, weil da ist noch nicht eingenommen, der Punkt. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich das Ding noch nicht kaputt gemacht habe. Jetzt habe ich es eingenommen. Geschafft. Jetzt habe ich einen Schnellreisepunkt hierhin wenigstens. Ist alles, was ich wollte. Muss noch aufschließen, den Schlüssel hat sich ja schon. Schießpulver, perfekt. Warum ist da jetzt eine Schießerei? Habt ihr irgendwas dabei? Nö. Ist was passiert? Ich weiß nur, dass neben mir was hochgegangen ist. So, Benzin für mich. Ist hier sonst noch irgendwas für mich versteckt? Ja. Es wird halt alles mitgenommen, ne? Kann mir irgendwann nochmal dienen. So, wie war jetzt der Plan? Jetzt wollte ich die Kiste noch holen. Warum ist da jetzt auch noch eine Kiste? So, ich will jetzt nur noch meine Kiste haben, bitte. Dafür bin ich hergekommen. Oh, ein neues Scharfschützengewehr und auch noch ein stärkeres. Ja, toll, dann habe ich nochmal was, ich nachgucken muss. Weg damit. Primärwaffe. Nee. Nicht die Primärwaffe, die hier. Ich wollte das Scharfschützengewehr auch vergleichen, ne? Und das hier scheint stärker zu sein. Muss es nur noch aufbessern. Dann können wir es anständig vergleichen. Endlich kann ich mir auch das Teil hier mal leisten. So. Installieren. Das kann sogar zwei Mods drauf haben. Magazinkapazität, Nachladegeschwindigkeit. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Klingt alles gut eigentlich. Ich hole mir die Abkühlzeit vom Schalldämpfer, weil das für ein Scharfschützengewehr einfach sinnvoll klingt. So.
Jetzt kann ich es anständig vergleichen, in allen Punkten besser. Nehme ich. Und das Metall ausgeben, wenn ich schon hier bin. So, die Jagdhütte habe ich verbessert. Nee, oder nicht? Ja. Schneidest du dir gerade ab, die ganze in der Hand herum? Warte mal, welches Vieh wäre das jetzt? Nicht Venodinte. Diese aus. Ne, das kann ich mir auch holen. Die Auswahl an Tierfleisch wird verbessert. Wäre praktisch, wenn ich jagen gehe. Die Jagdbroschüre nehme ich mir alle mit, wenn ich schon hier bin. So, wo kann ich mir hier die bestellen? Hallo, du bringst mir Benzin, habe ich gehört. Nee, haut lieber ab. Ich nehme mir das mal, ne? Ich sagte, ich nehme mir das. Und ich lasse mir dann nicht von euch dazwischen funken. Ich muss draufklettern. Hallo, ich will nicht reparieren, ich will's mitnehmen. Hat sich erledigt. Hallo? Hallo? Toll, ich bin unter der Map. Warum bin ich hier? Hier hatte ich nichts mit zu tun. Das war jetzt nicht mein Verdienst, was hier gerade passiert ist. So, jetzt kümmern wir uns endlich um das, worum ich mich schon seit einer halben Stunde kümmern will. Weg mit den Schildern. Die sind hässlich. Sie hat mir ein Foto geschickt. Gucke ich mir an, sobald ich da oben bin. Ah, damit geht sogar die Mission los, dass ich hier hochkraxel. Wusste nicht, dass ich hier hoch muss. Ich wollte nur auskundschaften. Warum hast du es denn so auf den Kerl abgesehen? El Come Mierda prüft alle Tabakblätter für die Viviro-Verarbeitung. Sind die Blätter ruiniert? Ist das Krebsmedikament im Arsch? Und damit die Operation von Napoleone Pequeño. Dann steht er schlecht da vor seinem alten Onkel Anton. Da ist viel los. Wie willst du vorgehen? Wir legen Soldaten um, bis wir ihn finden. Und dann? Dann töten wir noch mehr Soldaten. Simpel. Gefällt mir. Hab nur kurz was getrunken. So, erstmal auskundschaften. Ich sehe dich, Scharfschütze. Ich habe in der Cutscene schon den ein oder anderen Scharfschützen gesehen. Da ist eine Kiste, da will ich auf jeden Fall hin. Alles, was ich da in dem Gebiet mache, ist auch legitim. Wo willst du hin? Ich muss wieder in deiner Nähe bleiben. Ein Ingenieur. Ich muss mir vor allen Dingen merken, da ist ein Panzer. Kann sein, dass ich den noch nicht habe. So, die Frage ist, kann ich mit dem Gewehr so weit schießen? Scheiße, bin ich gut. Das Gewehr ist geil. So, als nächstes ihn. Kacke, der bückt sich gerade. Da kann ich den Kopf nicht so gut treffen. Komm, ja, jetzt hat er wieder den Kopf oben, Atem anhalten und volle Lutsche daneben. Nee, ich glaube, das ist auch zu weit für das Gewehr. Ich muss gucken, dass ich mich woanders irgendwo oben drauf positioniere. Hier sind zwei Kisten, ne? Falls ich kann, hole ich mir die zuerst. Oder versuche sie zumindest zu holen. Und abhauen versuche ich über den Panzer. Ist das der CT? Nee, das ist nur der C. Es gibt halt zwei von denen. Der CT ist wahrscheinlich einfach nur eine bessere Version.
Das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Von da oben soll ich gut schießen können. Ich wäre fast aufgeflogen. Ich glaube, den Panzer habe ich noch nicht. Warum sind hier so verdammt viele Scharfschützen? Autospielstand laden. Ich will versuchen, Stealth vorzugehen. Ey, du aufgeschrecktes Huhn. Danke. Der ist einfach zu stark gepanzert. Okay, den Alarm kann ich nicht kaputt schießen. Da drüben ist noch ein bisschen Zeug zu mitnehmen. Hier war irgendwo halt noch ein Panzer da. Mit dem könnte ich mir halt auch richtig Spaß gönnen. Mit dem kriege ich alles kaputt. Warum wird der Heli eigentlich nie abgespeichert? Dass er da ist. Weißt du, wenn du tot bist, brauche ich dich auch nicht markieren. Okay, irgendwer sitzt in dem Panzer drin, das ist schlecht. Noch einer tot. Ich kann ihn übrigens nicht durch den Panzer hindurch erschießen. Und das Dumme ist, einen Panzer kannst du auch nicht stehlen. Ich hab's versucht. Was ich machen könnte, wenn ich gut bin, Granate werfen in das Loch oben und hoffen, dass es ihn umbringt. Ich könnte auch was anderes versuchen reinzuwerfen. Nee, bringt ihn nicht um. Ich brenne. Eigentlich müsste ich den Tank hinter ihm kaputt machen. Es ist auch noch der Scharfschütze, der da drin sitzt. Ich merke mir einmal, dass ich hier nochmal zurückkomme offscreen und gucke, ob ich den Panzer schon habe. Ich habe ihn jetzt leider kaputt machen müssen, weil der Scharfschütze drin gesessen hat. Ein bisschen Schießpulver ist immer willkommen. Kann ich meine Sachen aufbessern? So, mal gucken, kann ich zu der Kiste hin? Zählt es noch als das Gebiet hier? Und dann muss ich dafür nochmal extra laufen. Ja. Nee, darf ich offenbar holen. Ist das ein improvisierter Wagen? Wieso haben die ein Impro-Fahrzeug hier? Ach, das ist ja geschenkt. So, die beiden sind weg. Wie hat der das mitbekommen? Ey, du aufgeschrecktes Huhn. Wie haben die das mitbekommen? Ich hab einen Schalldämpfer. Die hätten das eigentlich gar nicht mitkriegen dürfen. Ich mach mir einfach.
So. Habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich mache die Mission und hol mir gleichzeitig die Kisten hier. Ist hier noch irgendwas Wertvolles zu mitnehmen? Habe ich das Impro-Fahrzeug da eigentlich schon? Weil die Impro-Fahrzeuge sind eigentlich richtig geil. Nein, habe ich nicht. Toll, jetzt habe ich noch einen Job. Ich fahre das gleich hoch. Ist hier sonst noch irgendwas zu mitnehmen? Es ist schön, dass die mir einfach überall hinfolgt. Ja, da ist Metall. Metall wird immer mitgenommen, Shining. Das findest du so selten. Ich zumindest. Keine Ahnung, wie es der anderen geht. Kann man mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Sowohl bei Twitch als auch bei YouTube. Jedenfalls das nehme ich jetzt mit. Weil ich keine Ahnung habe, wann ich das nächste Mal diesen Wagen finden werde. Der wird mitgenommen. Kann nur nicht aus dem Gebiet damit jetzt erstmal raus. Ich muss hier erstmal alles umnieten. Außerdem muss ich die beiden Alarme mal ausschalten. Ah, ich fahre den einfach über den Haufen. Tschüss! So kann man es halt auch machen, ne? Gehen wir. So, Wagen da abgestellt. Ich muss eigentlich hier auch noch oben drauf gucken, ne? Wo komme ich denn am besten hoch? Hier, ne? Ich hoffe, der Wagen dient spawnt nicht. Dann weine ich. Kann sein, dass ich dann nochmal hier hin muss. Metall. Metall finde ich immer schön. Da ist die Treppe nach oben. Oder ich nehme einfach direkt die Leiter. Soll mir auch recht sein. Kann man auch da oben auf den Kran? Ich muss eh noch die Alarme ausschalten. Allein schon für die Punkte. Es wäre so schön, könnte ich die Festung hier einnehmen. Kann ich aber nicht. Da ist ein Kletterhaken dran. Lustig, lustig, tralalala. Was bringt mir das jetzt? Soll ich mich darüber schwingen? Komme ich vielleicht anders nicht auf das doch? Nee, da kam ich doch drauf. Einfach losspringen und Fallschirm öffnen. Ich hoffe, dass der Wagen noch da ist. Ich weine wie sonst. Das ist ein Impro-Wagen und die Impro-Wagen sind immer geil. Man hat allein schon in der kurzen Zeit gerade gesehen, wie schnell der wurde. So, da will ich auch einmal rein. Von welcher Seite? Da. Weil da oben ist doch bestimmt auch was Schönes. Ich bin einer von denen, der alles absucht. Es tut mir so leid. Meine Güte, muss man viel klettern. So. Höher geht nicht? Doch. Lustig wäre, wenn ich den Kran noch steuern könnte. Ey, von hier oben könnte man wunderbar snipen. Hier oben ist nix. Das ist enttäuschend. Und ich glaube, mein Wagen ist wirklich weg. Wie gemein. Ich muss hier hin nochmal zurückkommen und den Wagen nochmal holen. Der ist auf einmal einfach weg. Da weine ich. Okay, genug geweint. Wo waren die beiden Alarme? Nicht, dass hier halt trotzdem die Armee kommt. Ich habe da nicht wirklich Lust drauf.
dass da auf einmal 20 Leute mehr stehen. So, hier ist der zweite Alarm. Ich kann gar nicht sogar kaputt schießen. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Auf dem Gebäude war ich, glaube ich, gerade schon. Nee, da war ich drauf. Kann man da überhaupt hoch? Sieht zumindest so aus. Falls man das Gitter da wegbewegen kann. Nee. Okay, kann man nicht drauf. Dann habe ich jetzt hier alles erkundet. Wenigstens übersieht man auf die Art und Weise nichts. Wir können dann da rein. Dass ich ein Sammler bin. Ich tu euch nichts. Zumindest nicht, solange ihr was Schlimmes tut. Pfeife. Mierda ist richtig. Du siehst scheiße aus, Hermanito. Das ist ihr Bruder? Hermanito? Wir waren die ganze Zeit hinter deinem Bruder her? Wer verdammt bist du? Warum hast du das nicht gesagt? Alejandro, komm. Wir gehen nach Hause. Mette pal carajo. Ach, Geschwisterliebe. Suéltame. Ich glaube, die bricht dir gleich was. In den Streit mische ich mich nicht ein. Was soll der Scheiß, Andro? Ich gehe nirgendwo hin. Ich hab's dir damals gesagt und ich sag's dir jetzt. Ich glaube an Castillo. Ich glaube an Iviro und José. Er setzt die Vision um. Napoleon el Pequeño ist ein Sklaventreiber. Er ist total verrückt. Das sagt die Person, die mich entführen will. Du trägst einen anderen Namen, eine andere Uniform, aber du bist noch ein Montero. Und Papa hat immer noch eine Machete im Arsch. Und du rennst immer noch durch den Dschungel, als wärst du fünf. Außer, dass du jetzt Leute umbringst und dich, wie war das, Speer nennst? Das Schwert. Wow, clever. Ich misch mich da, wie gesagt, nicht ein. Willst du mich jetzt abstechen? Nee, nur K.O. schlagen. Papa ist krank. Ist mir egal. Papa hat mich längst aufgegeben und das weißt du auch. Familie ist scheiße, oder? Ah, es geht. Wir sollten uns trennen. Kein Wort darüber zu Papa. Ich hab ja schon erwähnt, wie das ein oder andere Familienmitglied von mir ist in dem Video, wo ich erklärt hatte, was mir während der Flut passiert ist. Da habe ich ja wirklich ausführlich drüber geredet. Okay, hier ist jetzt ansonsten nichts. Ich guck nochmal, ob der Wagen noch da unten ist. Vielleicht kann ich ihn ja trotzdem holen. Weil ich hätte ihn echt gern. Ach, verbieß dich doch. Hola. Alles gut? Ja, der Wagen ist nochmal da unten. Ich kann ihn mir holen. Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Kein Ding. Wenigstens weiß ich jetzt, was wirklich Sache ist. Ich hatte befürchtet, du hilfst mir nicht, wenn du wüsstest, dass haben du will. Bist. Ein Verräter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem Familie. Komm bald zurück ins Lager. Es gibt noch mehr Arbeit zu erledigen. Ach, habe ich den jetzt? Reicht Scannen aus? Ich dachte immer, ich muss die erst dahin bringen. Okay, wenn Scannen ausreicht. Was fällt dir ein? Stehen bleiben. Tschüss. Du bist der Einzige, der noch übrig ist. Nee, warte, hier unter mir ist irgendwo noch einer. Hey, hier oben bin ich. Hallo, hier. Chorizo, komm her.
Warum kommt mein Hund erst jetzt? Wenn ich früher gewusst hätte, dass ich das so machen kann. Na komm, schalten wir uns das auch noch frei. Ciao, Improwagen. Mäh ruhig alles nieder. Zu der will ich sofort. Die hat hier einen Wagen stehen. Los jetzt, Chorizo. Ist schon gescannt. Zurück, Chorizo. Ich kann mir hier ein bisschen Benzin gönnen. Mir wäre Metall lieber. Hast du nicht was Praktisches für mich? Ein paar Teile. Warum konnte ich jetzt hier durch die Wand irgendwas? Ach, egal. Oh, hier ist noch ein Götze. Ich erkunde gleich. Ich kann mir merken, ab den Götzen suche ich. Du bist genauso stur wie Cortez. Dani hörst persönlich. Ganz schön vielversprechend. Viel Glück, Papi. Ich weiß, dass du schaffst. So, die will, dass ich mein Fahrzeug aufrüste. Sicher im Panzerübungsplatz. Habe ich doch. Warte mal, Panzerübungsplatz der FND. Wo ist denn das? Flugplatz, Poesia. Keine Ahnung, wo das ist. Warte mal. Da hinten. Okay, das mache ich irgendwann anders. Ich erkunde hier jetzt noch. Dann mache ich hier vielleicht auch schon Schluss. Mann, geh doch mal beiseite. Danke. Ich brauche das. Immer so ein Dude, der im Weg steht. Hallo? Warum brennt's? Achso, wegen Spacken. Hier drüben. Das Pferd hat genau im richtigen Moment den umgestoßen. Was gibt's? Wir haben eine Flugabwehranlage gefunden, Dani. Es wäre eine Schande, wenn damit was Schlimmes passieren würde. Ich habe sie dir auf deiner Karte markiert. Gracias. Vielen Dank. Da ist noch irgendeiner. Da. Was? Gern geschehen. Ja. Weg mit dem Scheiß. Die Hilfe. Ach so. Die schreien wegen mir Hilfe. Der da hinten hat nur Benzin, ist uninteressant. Ich gucke jetzt erstmal in die Richtung. Ist hier noch irgendwas Schönes für mich? Ein bisschen was von der Sprühdose. Nee, jaranisches Pesos. Wieso lebst du noch? Hallo? Danke, jetzt macht das Leben mehr Sinn. So, ich war hier noch nicht fertig mit erkunden. Stehen geblieben. Wenn ihr hier schon mitten durch meinen Weg kreuzt, darfst du mir auch gern was abgeben. Ich will nicht den Scheiß reparieren. Ach, geh doch erstmal weg. Danke. Warum soll ich deren Scheiß reparieren wollen? Mich hat nur der Inhalt interessiert.
Was hat mich jetzt so weggedrückt? Ernst gemeinte Frage. Nochmal ein bisschen Metall. Okay, hier scheint ansonsten nichts mehr zu sein. Der Wagen hat auch nichts für mich dabei. Hat der was dabei? Ja, hat der. Glaube ich. Oder? Nee, war ein menschloser Wagen. Was erzähl ich hier? Ein einsatzloser Wagen. Da kriege ich nichts. Danke. So, darf ich mich jetzt teleportieren? Nein. Weil da noch einer drin hockt. Ich schieße noch nicht, wenn der Hund da ist. Wieso lebst du noch? Ich habe dir eine Granate ins Gesicht geballert. So, darf ich mich jetzt teleportieren? Ja, danke. Hat aber ein bisschen gedauert, Spiel. Ich verzweifle, dass ich genug Metall habe, um mir die letzte Aufwertung zu holen. Aber man kann ja mal gucken. Nee, da fehlt noch 40. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich mir hier irgendwas gönnen? Nö. Castillo wird dieses Land niederbrennen, wenn ihn niemand aufhält. Bei dir? Ich finde Maruk da, oder? Ich habe mir ein Versteck gerade hier geholt, was da oben ist. Perfekt. Das Schöne ist, ich muss bei all diesen Verstecken ja auch noch den ganzen Scheiß rausholen, also das aufwerten. Bei jedem was anderes hinpacken. Wird überhaupt nicht nervig, dafür das Metall und so weiter zu sammeln. Ach ja, stimmt, ich habe ja noch eine weitere Reihenfeuerpistole, ne? Wenn ich die genügend aufwerte, ist die besser als die hier. So, jetzt noch irgendeinen Punkt, wo ich hier einen Laden habe. Weil ich will auch gucken, was ich jetzt noch neu kaufen kann. Habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht geguckt. Mit dem Panzer, das gucke ich privat. Hey. Ach ja, stimmt. Hier diese komische Diskuswaffe. Kann ich mir aber noch nicht leisten. Ein bisschen schade. Halte durch. Okay, ich denke mal, für einen Abend habe ich damit dann genug geleistet. Ich gönne mir hier noch ein bisschen Schrott. Ja. Für alle, die dabei waren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Du kannst mir gerne noch deine Infos geben. Ja. Sei der Erste am Übergabe. Auf Twitch, sowohl die, die jetzt dabei waren, als auch im Nachhinein zuschauen. Wenn es gefallen hat, Follow da lassen. Bei YouTube ein Abo. Ist alles gegenseitig verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Stream, der morgen ist. Tschüss.